Willkommen zurück zum neuen Video vom Shisha-Team. Ja, heute mal ohne die beiden Bratzen hier. Die haben einfach Besseres zu tun. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ja, nichtsdestotrotz wollen wir euch natürlich nicht videolos lassen. Und von daher habe ich mir einfach mal einen Tabak rausgesucht. Da wir in dem letzten Video von True Passion schon den Wild Water getestet haben, der sehr nah an den Wildberry Chill von Social Smoke rankam, haben wir hier noch einen anderen empfohlen bekommen. Und zwar den Warme Chill. Das soll wohl 1:1 der Watermelon Chill von Social Smoke sein. Und ja, damit ihr da nicht im Dunkeln bleibt, dachte ich einfach mal, teste ich den und werde euch einfach mal sagen, wie der so, ja, wie der schmeckt, wie der sich verhält in der Shisha. Ja, okay, fangen wir doch gleich typischerweise mit dem Preis an. Die 200 Gramm Dose kostet 16,90 Euro. Auch der Schnitt ist wieder True Passion typisch. Halt einmal mit der Fräse drüber und dann rein in die Verpackung. Also ihr habt ein paar gröbere Äste hier mit drin, aber ja, kann man sich mit arrangieren. Sollte kein Problem sein. Ja, warme Chill. Ich erwarte halt Wassermelone und Menthol. Ja, man merkt, wenn man hier schon nah rangeht, kommt einem gleich so eine Mentholnote voll ins Gesicht geknallt. Ja, und die Wassermelone, die riecht irgendwie sehr, ja, wie so eine Chemo-Wassermelone. Ich hoffe einfach mal, dass sie im Geschmack vielleicht ein bisschen natürlicher rüberkommt. Ich rauche heute wieder auf der Amy 440 Click mit dem Cars Apo und einem Kaminaufsatz, drei Kohlen. Läuft auf jeden Fall ganz gut. Ich habe die gerade erst aufgepackt, also noch ein bisschen anziehen. Wobei, geht schon. Alter. Also ich muss sagen, gleich der erste Zug ist halt wirklich so eine extrem krasse, kalte Mentholnote. Das ist wirklich das Erste, was man spürt. Der ganze Hals fühlt sich an, als würde er einfrieren. Ja, und außer der Mentholnote schmecke ich bis jetzt noch nichts anderes. Also ich glaube, ich werde die mal noch kurz anrauchen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn sich das hier ein bisschen beruhigt hat. Also bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Der Tabak hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Die Mentholnote ist ein bisschen zurückgegangen. Ist halt nicht mehr ganz so beißend im Hals. Jetzt merkt man auch ein bisschen was von der Wassermelone und leider ist es wirklich wie im Geruch, also es ist so eine mega Chemo-Note von Wassermelone, also überhaupt nicht natürlich, ja, so richtig krass künstlich einfach. Und naja, der schmeckt definitiv nicht wie der Watermelon Chill von Social Smoke. Also der Wild Water kam schon wirklich sehr nah ran, aber der hier ist wirklich, ja, Meilen entfernt. Ihr habt halt immer noch diese krasse Mentholnote und halt so im Abgang so ganz leicht dieses, ja, künstliche Wassermelonenaroma. Überzeugt mich nicht so. Also, ja, bei dem würde ich keine Probier- und Kaufempfehlung rausgeben. Da habt ihr, glaube ich, nichts gewonnen. Wir können einfach noch abwarten. True Passion ist ja gerade in Topform und bringt ja mega viel neuen Tabak raus. Also vielleicht ändert sich da noch was, vielleicht bringen sie noch einen besseren raus. Ja. Aber den müsst ihr euch halt nicht unbedingt holen. Ja, was kann ich sagen? Ich muss sagen, es enttäuscht mich leider ein bisschen, weil nach dem Wild Water war ich schon mega gehypt, weil ich dachte, ja, wenn sie das schon so hinbekommen, den Bezug zum Social Smoke, dass sie es dann mit dem anderen Tabak auch noch hinbekommen. Scheint wohl nicht zu sein, aber naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ihr wisst es, die Produktion ändern sich ja auch immer wieder. Und ja, der Rauch, ihr habt es gesehen. Qualmt echt ordentlich, damit habt ihr keine Probleme. Ja, mit der Hitze müsst ihr bei dem halt ein bisschen aufpassen. Gerade am Anfang müsst ihr die Cola einfach noch ein bisschen zum Rand schieben, bis er sich so, ja, vielleicht 5-10 Minuten leicht anrauchen. Dann verschwindet auch so dieser krasse Mentholgeschmack. Dann könnt ihr das Ganze wieder ein bisschen aufpeppen, die Cola ein bisschen dichter ranschieben. Dann läuft er eigentlich auch safe und ihr könnt ihn halt auch wieder eine ganze Stunde durchballern. Also damit gar kein Problem. So, und das war es dann eigentlich auch schon wieder. Kurzes, knappes Video. Ihr wisst alles.
was es über den Tabak zu wissen gibt. Probiert auf jeden Fall mal die anderen True Passion Sorten aus. Da sind wirklich viele mit dabei. Vielleicht findet ihr auch eine, wo ihr sagt, okay, krass, das Shisha-Team muss diesen Tabak unbedingt mal probieren. Dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare oder auf Facebook, sind wir auch erreichbar. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, checkt auch gerne mal unsere Instagram-Seite aus. Und ansonsten, ja, lasst doch einfach gerne ein Like da und abonniert uns. Das würde uns mega weiterhelfen und auch sehr freuen. Und damit bin ich dann raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ihr habt gesehen, wir haben die 200 Abonnenten mittlerweile geknackt. Danke an euch. Nur ihr macht das möglich. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch weiterhin ja, bespaßen können, euch weiter informieren können. Und ja, ich hoffe, dass ihr uns natürlich auch weiterhin erhalten bleibt. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Video, hoffentlich wieder vollständig. Und bis dahin, haut rein, euer Shisha-Team. Macht's gut.